Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video hier bei B-Part Gaming und wir sind immer noch am FIFA 14 zocken hier beim YouTuber Pre-Release Event. Wir können FIFA 14 ein bisschen im Voraus spielen und auch aufzeichnen und wir sind ja gerade dabei, die Skill Games zu spielen. Heute jetzt hier Dribbling und da habe ich mir gedacht, da bietet sich natürlich einfach an, momentan wahrscheinlich den besten Dribbler weltweit zu nehmen, nämlich Messi. Und ja, man sieht es ja, Dribbling 97 und dann auch Beschleunigung 96. Ich denke, er wird da für ganz gut geeignet sein. Ansonsten gibt es natürlich auch noch Neymar in dem Team, der da auch ganz gut was drauf hat. Und es geht hier schon los. Müssen wir mal gucken. Also früher habe ich sowas mit L2 gemacht. Jetzt habe ich hier schon die Flaschen umgehauen. Oh, das habe ich erstmal auf die Schnauze gelegt. Aber Messi steht wieder auf und dann schießen wir mal aufs Tor. Ich denke, es hat sogar gereicht, aber überragend war das nicht. Jetzt habe ich leider nicht gesehen, wie viele Punkte nötig waren. Aber machen wir einfach mal weiter mit Silber. Und hier muss ich an den vorbeilaufen, ohne sie zu berühren. Das sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Aus der Perspektive natürlich ganz besonders interessant. Und sobald ich sie treffe, ist vorbei. Aber da muss man ganz besonders aufpassen. Da kam der aus dem Nichts und hat mich einfach umgehauen. Also beziehungsweise ich habe ihn umgehauen. Aber das ist auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. Bin ich mal gespannt, wie viele Versuche ich dafür brauche, weil es echt ungewohnt ist. Man kommt sich die ganze Zeit noch so ein bisschen vor wie Neo in der Matrix, weil man irgendwie alles sieht und allen ausweichen kann und irgendwann läuft man dann doch in einen rein. Nein, so wie jetzt zum Beispiel hier. Ja, man denkt die ganze Zeit, man hat das gut im Griff und dann kommt er aus dem Nichts. Wir können einfach mal vorne durchziehen. Ach scheiße, jetzt habe ich abgebrochen, weil ich gedacht habe, das reicht nicht mehr, aber es hätte locker gereicht. Das sieht natürlich richtig affig aus. Wir laufen einfach mal im Vollsprint durch. Ach scheiße. Also das ist auf jeden Fall auch die Methode, wie man es am besten macht. Wir laufen am besten einfach außen. Ne, das ist auch keine Variante. Scheiße. Also es ist auch schwer, sich zu konzentrieren und dabei zu kommentieren. Aber ich probiere es doch mal. Am besten kommentiere ich einfach nicht dabei. Nein, das gibt's doch nicht. Die kommen echt immer aus dem Nichts quasi. Ihr denkt euch wahrscheinlich auch, wenn ihr das so seht, warum seht ihr das denn nicht? Aber jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Ja, genau. Genau. Ja, komm schon. Komm. Nein! Ach, scheiße, wir beim drittletzten Mann quasi hängen geblieben. Ärgerlich, aber ich glaube, jetzt bin ich im Flow drin. Jetzt bin ich im Flow. Ja, genau. Genau. Oh ja. Ach! Warum? Der bewegt sich viel zu schnell. Nochmal. Das ist auf jeden Fall. Es macht Spaß. Aber ich möchte es natürlich eigentlich gerne viel erfolgreicher bestreiten, als das jetzt hier gerade der Fall war. Bis hierhin. Ich bleib dann aber auch immer stehen, sodass ich im Weg stehen bleibe. Ich glaube, wenn ich durchlaufen würde, hätte ich es geschafft. Sieht auf jeden Fall, glaube ich, mega affig aus, was ich hier mache. Ach, scheiße. Man denkt sich immer so, ja, geil, dann bin ich jetzt doch gerade so ausgewichen und dann kommt er aber wieder von der anderen Seite und läuft einem rein. So, den habe ich doch gar nicht kaum berührt. Aber falls es nicht gleich gelingen sollte, werde ich hier abbrechen und beziehungsweise nicht abbrechen, sondern es einfach ohne euch quasi machen, ohne Live-Commentary. Weil ich scheitere jetzt gerade. Ich brauche nur einen Versuch. Einen Versuch mache ich jetzt noch hier. So, jetzt, das sieht doch gut aus. Scheiße. Okay, also wie gesagt, ich werde es jetzt noch einmal, oder ich werde es probieren, bis ich es ohne euch quasi geschafft habe. Ja, bis gleich. Ich hab's geschafft, ich bin durch und dann schießen wir den jetzt hier auch rein und endlich sind wir durch. Ja, man musste eigentlich fast nur gerade auslaufen und den Leuten ausweichen, so einfach sich das anhört. Ich bin einfach viel zu umständlich an das Ganze reingegangen und ja, immer links, rechts und so weiter. Und gerade ist mein Controller ausgegangen. Das ist natürlich ganz besonders bitter. Ich weiß jetzt nicht, ob der Akku leer ist oder er blinkt. Ich glaube, ich kenne mich mit... Doch, er läuft anscheinend noch. Sehr gut, jetzt haben wir nochmal... Ich denke, der geht wahrscheinlich gleich wieder aus. So, in this drill... Okay, also ich muss durch die Tore durch, die mit den Hühnchen gestellt sind und die Verteidiger werden probieren, mich daran zu hindern. Mit LT, also Project the Ball, kann ich quasi den Ball schützen.
Okay, das ist ja interessant. Also ich kann mir anscheinend auch... Alter, das werden ja immer mehr. Ach so. Aha, Kedira ist jetzt quasi am Anfang immer dabei. Und sobald ich... Kedira, der Abräumer schlechthin. Sobald ich quasi immer mehr Tore dazu mache... Das macht ja Spaß. Das ist ja geil. Kedira wurschtelt da aber auch immer am Boden rum. Also den lassen wir ins Leere grätschen. Ah, jetzt haben sie ihn wieder. Aber man sammelt kontinuierlich quasi Punkte. Aber Kedira ist natürlich auch echt gut. Grätscht er. Scheiße. Aber, oh ja. Sehr geil. Boah, Kedira, wenn mich abdrängt. Die Sau. Okay, es hat nicht gereicht, aber ich habe das Gefühl, das kann auf jeden Fall was werden jetzt in dem Versuch. Ich werde jetzt nicht immer probieren, in beide Richtungen zu machen. Scheiße. Warte. Sehr gut. Habe ich. Jetzt hört er auf. Jetzt kommt ein neuer mit. Also es sind immer nur maximal zwei. Scheiße, aber der hat er gut verteidigt. Ah, der Kedira kommt aber auch immer gut rein. Ach, Kedira. Sehr gut. Habe ich ins Leere grätschen lassen. Das findet der Bewerter hier ziemlich geil. Macht auf jeden Fall Spaß. Das ist richtig lustig, muss ich sagen. Weil man quasi so ein kleines Rennen fährt gegen Kedira und sein Buddy. Und jetzt, das haben wir einen abgehängt. Jetzt Kedira ist wieder dran. Aber ich kann natürlich jetzt hier gut mit Messi abziehen. So, jetzt ist Kedira ganz schön weit ins Hintertreffen geraten. Ja, genau. Und dann ziehe ich jetzt hier weiter durch. Das ist lustig. Ich hoffe, ich kann mich jetzt hier wieder durchsetzen. Ja, genau. Und dann jetzt hier durch. Jetzt bleib weg, du Arsch. Genau. Und jetzt, zack. Und jetzt holen wir noch das Vorletzte. Und jetzt müssen wir noch das Letzte holen. Laufen einfach mal am Sprint vorbei. Und jetzt ziehen wir in die Mitte. Das funktioniert sogar. Und dann kann ich jetzt hier rechts durchlaufen. Damit bin ich durch. Habe alle Hütchen geschafft. Und das hat dann auch gereicht. So viele Punkte gab es dann jetzt nicht. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war jetzt Gold. Und jetzt kommt dann die Skill Challenge. Also ich muss einen Skill Move machen, um durch die Hütchen zu kommen. Und dann muss ich einen Verteidiger und einen Torhüter überwinden. Also ich krieg mehr Punkte, wenn ich... Achso, ich kann ins Tor laufen. Also ich sollte ins Tor laufen, ne? Scheiße, ich wollte jetzt hier gerade Übersteiger machen. Oh man, Heat-to-Heat klappen nicht mehr so anscheinend. Eieiei, ich scheitere im 1 gegen 1. Roulette wollte ich jetzt machen, aber funktioniert auch nicht. Ich bin auch um keine Ausrede verlegen. Machen wir mal ins Tor einfach. Achso, ich kriege natürlich mehr Punkte, wenn ich einen Torhüter im 1 gegen 1 aussteigen lasse. So, jetzt hat man hier wenigstens der Heat-to-Heat geklappt. Oh, schönes Dribbling hier von Messi. Aber Piqué ist, und dann, wer ist das? Der kommt nochmal ran. Und jetzt ziehen wir mal voll drauf und dann ist es auch ein Treffer. Also, ja, ich kann hier... Es werden immer mehr. Es werden immer mehr Verteidiger. Und ich muss vielleicht ein bisschen auf Project the Ball ansetzen. Oder ein Berberspin vielleicht. Ah, fast jetzt gereicht. Und ich glaube, ich mache nochmal zumindest einen Versuch hier. Man hat hier nämlich nur eine... Ach, scheiße. Machen wir nochmal kurz einen Neustart. So, machen wir hier ein Roulette. Es klappt, warum klappt denn kein Roulette? Gibt's doch gar nicht. Ist so geil, ich probier's jetzt nochmal. Also, man muss ja jetzt kein L2 mehr drücken für Skill Moves. Probier's nochmal. Es sieht gerade total crazy aus, was ich mache. So. Und dann kommt Casillas leider von hinten an. Und jetzt... Fast. Also ich starte jetzt hier auch nicht mehr neu. Also ich muss sagen, dass ohne LT drücken funktioniert hier gerade nicht so gut. Aber wir machen einfach die Ballrolls durch, aber das klappt auch nicht immer. Sehr gut. Also ich scheitere jetzt hier gerade schon an dem ersten Teil der Challenge. Das ist auch schon mal klasse. Ich probiere es einfach nur mit Ballrolls, aber das... Erkennt er nicht immer an. Ich probiere es jetzt noch einmal richtig, weil eben habe ich es ja zumindest mal hinbekommen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Und jetzt laufen wir ins Tor. Und das gibt dann am meisten Punkte, wie man es hier gerade sieht. So, jetzt haben wir noch mal ein paar Versuche, um den Torhüter im 1 gegen 1 zu schlagen. Haben wir ein Heat-to-Heat. Aber die Heat-to-Heats, die klappen nicht mehr so gut. Ich weiß auch nicht, was los ist.
Roulette und dann jetzt hier den Seitfalls, ja, was heißt Seitfalls hier, einfach den Volley ins Tor. Reinlaufen konnte ich jetzt leider nicht, weil der Ball ja zu weit nach außen gekommen ist. Man sieht auf jeden Fall, dass Messi ein richtig brutales Dribbling hat. Er lässt immer wieder den anstürmenden Verteidiger aussteigen. Mal sehen, ob das jetzt hier nochmal gelingt. Ja, machen sie nicht so wirklich mit. Oh, der kommt da richtig gut in den Zweikampf. Sehr schön. Scheiße, falsche Richtung entschieden. Aussteigen lassen. Ziehen wir in die Mitte, aber da steht der Verteidiger. Okay. Jetzt haben wir ein bisschen Raum. Scheiße, wollte ich eigentlich Protect the Ball einsetzen, um den Verteidiger aussteigen zu lassen, aber das ist nicht manchmal so schnell, wie man es sich vorstellt. Aber Messi muss das natürlich eigentlich auch die Qualitäten haben, um sich da überragend durchzusetzen. Boah, da wird da hart gefoult, aber das pfeift er hier nicht. Was ist denn da los? Und jedes Mal lege ich mir den Ball zu weit vorne. Zumindest eine neue Rekordpunktzahl, aber das war jetzt noch nicht so wirklich überragend. Das geht auf jeden Fall besser. Aber da soll es zumindest von den Dribbling gewesen sein. Das nächste Mal gibt es dann das Advanced Dribbling. Und ich denke, da werde ich vielleicht mal mit Neymar mein Glück versuchen. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Skillgame. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess. 1000 Punkte, also... Oh. Wir haben jetzt noch zwei Versuche. Ich muss jetzt nochmal hier ein... Ja, und jetzt kommt es drauf an. Noch ein Versuch, ein Kopfballtreffer. Ja...